Transalbanen haben in der Schweiz eine lange Tradition. Nach den Anfängen dieser schienengebundenen Seilbahnen als innerstädtisches Verkehrsmittel Ende des 19. Jahrhunderts werden sie in der Folge auch immer häufiger zur Bergerschließung eingesetzt. Dort, wo das Gelände für eine Zahnradbahn nicht geeignet ist, erfreut sich die Standseilbahn als Aufstiegshilfe großer Beliebtheit. Eine der ersten solchen Anlagen in der Ostschweiz nimmt 1934 im Obertoggenburg den Betrieb auf. Die Drahtseilbahn Unterwasser Iltios entsteht in erster Linie als Attraktion für den Sommer- und Wintertourismus. Schon seit vielen Jahrzehnten ist das Obertoggenburg zu dieser Zeit ein beliebtes Ausflugsgebiet für Wanderer, Kurgäste und Wintersportler. Andere Orte laufen der Region um Unterwasser und Wildhaus mit ihren modernen Aufstiegshilfen aber langsam den Rang ab. Es ist daher keine Frage, dass auch in dem Tal nördlich der markanten Kurfürsten eine Seilbahn als neue Attraktion unumgänglich wird. Ideen in den 20er Jahren für eine Luftseilbahn von Unterwasser auf den Sentis werden jedoch letztlich nie in die Realität umgesetzt. Wenige Jahre später erblickt dafür die Standseilbahn zur Alp Iltios das Licht der Welt. Ein Jahr nach der Konzessionserteilung und dem Baubeginn kann die Anlage im Sommer 1934 den Betrieb aufnehmen. Auf einer Länge von ziemlich exakt 1,2 Kilometern überwinden die beiden Wagen eine Höhendifferenz von 428 Metern. Wie üblich bei Standseilbahnen mit zwei Wagen treffen sich diese in der Streckenmitte an einer entsprechend konzipierten Ausweiche. Auch in Unterwasser setzt man auf das bewährte System Abt, bei dem die Räder der Wagen nur auf einer Seite mit einem Spurkranz ausgestattet sind, der in der Begegnungszone die Richtung vorgibt. Auf diese Weise kommt die Ausweiche ohne bewegliche Teile aus. Mit der Konstruktion der Seilbahntechnik wird der Pionier auf diesem Gebiet, das Berner Unternehmen Vonroll, beauftragt. Zwei Wagen mit je 44 Personen Fassungsvermögen sind in der Folge bei einer Streckengeschwindigkeit von maximal 3,2 Metern pro Sekunde in Unterwasser im Einsatz. 7 Minuten nimmt eine Bergfahrt damals in Anspruch, in deren Genuss stündlich maximal 330 Personen kommen. Weil die Standseilbahn schon bald nach ihrer Eröffnung durch weitere Schlepplifte rund um die Bergstation ergänzt wird, kommt sie als einziger Zubringer schnell an ihre Kapazitätsgrenzen. 1963 erhält sie daher neues Rollmaterial, das man gebraucht von der Davoser Passennbahn erwirbt. Durch den Umbau steigt die Förderleistung auf 620 Personen pro Stunde. Lange sind die Wagen allerdings nicht im Einsatz, denn 1975 erhält die Standseilbahn bereits die dritte Generation, diesmal für je 100 Personen. Die Förderleistung kann damit erneut gesteigert werden und beträgt fortan 850 Personen pro Stunde. Trotz ihrer zahlreichen Umbauten kommt die Standseilbahn auch heute, fast 90 Jahre nach ihrer Eröffnung, noch immer ausgesprochen nostalgisch daher. Dieser Umstand ist aufgrund ihrer Lage mitten in einem größeren Skigebiet durchaus bemerkenswert.
Auch heute noch ist sie im Sommer wie im Winter ein beliebter Zubringer in das Ski- und Wandergebiet rund um den Cheserug. Dieser Gipfel wird seit Beginn der 70er Jahre von einer Luftseilbahn erreicht, die die Fortsetzung der Standseilbahn darstellt. Allzu viele solch historisch wertvolle Seilbahnanlagen sind in den Alpen heute nicht mehr anzutreffen. Die Drahtseilbahn von Unterwasser auf den Iltios ist daher unbedingt einen Besuch wert.